Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zur ersten Tour, richtigen Tour 2022. Da steht die Sumsi. Gut, dann bis später, Freunde. Da kommen schon. Jawohl! Ah, los geht's los! Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schreiben das Jahr 2022, Gründonnerstag, also der Donnerstag vor Ostern. Und ich habe mir an diesem Tag extra einen Urlaubstag genommen, da das Wochenende zu Ostern ja nicht besonders gut vom Wetter vorausgesagt wurde. Ja, und an diesem Gründonnerstag ging es los zur ersten Tour. Gesamt wurden es 420 Kilometer. Hier fahre ich gerade weg von mir zu Hause, vom Weinviertel in Richtung Krems, wo ich mich dann mit ein paar Motorradkollegen und Freunden getroffen habe. Allen voran der Julie 67 Production, den ja schon einige auch aus seinen Videos kennen werden von euch. Und ja, was gibt's Neues 2022? Ich habe neue Kameraeinstellungen, wie ihr hier seht, am Helm und meine bewährte Kameraeinstellung am linken Spiegel. Der Nachteil dabei ist, dass ich verwende am Helm die DJ Osmo Action Kamera, die an und für sich eine sehr gute Kamera ist, nur die Tonqualität im Wind ist natürlich meiner Meinung nach katastrophal bei dieser Kamera. Muss ich den Ton immer sehr weit runter reduzieren. Da hilft nicht einmal so ein Schaumstoffbuschel, wie ich ihn hier auf der GoPro habe. Und ja, deshalb auch die zweite Neuerung. Ich habe dieses Mal das erste Mal probiert, mit einem externen Mikrofon aufzunehmen. Das seht ihr dann ein bisschen später im Video. Wie sich das anhört, es ist noch immer nicht ganz optimal, aber der Weg ist schon der richtige, dass man ein externes Mikro auch verwendet, um die Windgeräusche auszublenden und mehr vom Motor hört. Ja, wie gesagt, hier geht's los im Weinviertel bei mir zu Hause, nähe Mistelbach, und jetzt fahren wir mal Richtung Krems, wo wir dann von Krems weg eine Gruppe bilden werden und eine tolle Tour, die der Riertsch von den Knasreiders zusammengestellt hat, ins Waldviertel fahren werden. Viel Spaß, bis später. Ja, und hier ein Stückchen weiter mache ich schon den ersten Test mit dem externen Mikrofon. Im Grunde genommen hört es sich ganz gut an. Ich habe mich dazu entschlossen, das externe Mikrofon in den Tankrucksack zu geben, was aber nicht die ganz optimale Lösung ist. Man hört hier diese kleinen Schnallen oder Griffe vom Reißverschluss teilweise, wie sie während der Fahrt an den Tankrucksack schlagen. Auch die Windgeräusche sind noch etwas laut, und hier werde ich beim nächsten Mal dann versuchen, hinter mir oder hinten irgendwo hinter mir das externe Mikrofon zu verwenden. Wie gesagt, das ist einmal ein erster Test, wie das Ganze funktioniert, wie sich das Ganze anhört. Hier haben wir rechts das Schloss Ernstbrunn. Vielleicht kennen manche von euch den Tiergarten in Ernstbrunn. Ist berühmt durch seine Wölfe, die man dort in freier Wildbahn
natürlich in einem Gehege, aber die man dort beobachten kann. Ja, und wie gesagt, das externe Mikrofon, da muss ich mich noch ein bisschen spielen. Ganz optimal ist es noch nicht, aber im Großen und Ganzen finde ich, hört sich schon ganz gut an. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zur ersten Tour, richtigen Tour 2022. Ich bin da oberhalb vom Kremstal, sieht man nach Langenlois. Ja, und wir treffen uns jetzt dann gleich auf der Tankstelle, auf der Shell-Tankstelle in Kremstein. Mit ein paar Freunden, unter anderem der Julie 67 Production. Da steht die Sumsi. Herrlich ist den heutigen Tag nutzen. Ganz, ganz großartig. Ja, und da bin ich in voller Pracht. Und ich hoffe, es wird ein leibender Tag. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es sehr leibend wird. Gut, dann bis später, Freunde. Ja, und da ging es jetzt weiter Richtung Strass im Strassertale. Wunderschöner Ausblick hier. Dann kommt Langenlois und nach Langenlois kommt schon Krems, wo wir uns dann treffen werden und gemeinsam zur Tour aufbrechen. Ja, wie gefällt euch, gefallen euch die ersten Eindrücke mit dem Mikrofon? Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit externen Mikrofonen, mit der Aufnahme am Motorrad, mit Motorradvlogging? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer Lösung. Und weil ich natürlich auch mich möchte, dass meine Videos von der Qualität her natürlich auch immer besser werden. Ja, und manche stellen sich vielleicht die Frage, warum ich die Kamera nicht so wie viele andere am Kinn montiert habe, ist ganz einfach erklärt. Ich habe ja einen Klapphelm. Ich fahre sehr gerne im Sommer, wenn es heiß ist, mache ich die Klappe einfach auf, wenn ich durch Ortschaften fahre und so weiter. Und damit ich schön viel Luft bekomme. Also ist hier eine Kinnmontage nicht optimal, deshalb habe ich eben die Kamera oben am Helm, was meiner Meinung nach ein ganz guter Kompromiss ist. Außerdem könnte ich auch keine Kamera am Kinn montieren, weil dort die Luftöffnungen sind vom Helm und auch der Verriegelungsknopf, dass man den Klapphelm aufmacht. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, dass man die richtigen Positionen findet. Aber die neue Einstellung oben am Helm finde ich jetzt nicht so schlecht und ist ein bisschen abwechslungsreich. Später möchte ich dann natürlich auch weiterhin nach hinten filmen. Ich habe einige Halterungen, die ich am Motorrad anbringen kann für die Kameras. Und da kann man auch ganz gut nach hinten filmen.
kommen schon. Entschieden die Motors! Wer ist da, Papa? Jawohl! Los geht's los! Christine! Servus, Julie, mein Freund! So, gehen wir da von der Feldstation in Krems. Ja, und los ging's. Na, wer ist jetzt alle dabei auf unserer Tour? Also das ist einmal direkt vor mir, das ist der Julie. Dann der Julie auf seiner Afrika Twin, dann der Franz, der sich heuer eine neue Afrika Twin geholt hat. Der Wuli, der eine BMW F800 GT fährt. Der Bernd, Freund vom Julie auch, der eine KTM 1290 Adventure fährt. Und zu guter Letzt der Rietsch ganz vorne, unser Tourguide, der seit heuer eine neue KTM 890 Adventure besitzt. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. We stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you drive. Do you know I'm looking?
England hier hatten wir gleich wieder den Originalton vom Helm, damit ihr auch einmal einen Unterschied seht, was das ausmacht. Natürlich, wenn eine Kamera direkt im Wind ist, macht das schon ganz eigenartige Geräusche. Und ihr habt es auch gehört, der Motorsound vom externen Mikrofon ist auch bei weitem noch nicht perfekt. Da ist immer ein bisschen ein Knistern und ein Klackern dabei. Das sollte natürlich nicht sein, aber da werden wir schon die richtige Lösung finden. Ja, jetzt sind wir hier den Seiber raufgefahren von Weißenkirchen und nun geht's weiter, das nächste Stück, bis wir dann ja bald einmal zu unserer ersten Pause kommen werden, was auch gleichzeitig der Mittagsstopp sein wird. Aber seht selbst. Keeping busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended get in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay up late like if nothing matters. You can hold my hand when no one's around. And I bet that we both are waiting for something. But we can wait until the feeling's gone. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, hier auch ganz gut sehen kann auf den Bildern. Die Natur ist für Mitte April noch etwas trostlos. Teilweise denkt man, man fährt im Herbst, weil ja doch die letzten Wochen sehr kalt gewesen sind und die Natur doch ganz schön braucht, um jetzt wieder in Schwung zu kommen, dass alles wächst. Natürlich hat man auch die ein oder anderen blühenden Bäume dabei, aber im Großen und Ganzen glaubt man hier tatsächlich, es ist erst Herbst oder man ist ein paar Wochen vorher unterwegs.
und denke aber, dass sich das jetzt sehr rasch ändern wird, wenn es wärmer wird, dass alles wieder schön grün wird, richtig zu sprießen beginnt und die Natur zu neuem Leben erwacht. Wie heißt das da, wo wir da jetzt sind, weißt du das wer? Wirtogessen heißt das. Im Wirtshaus sind wir da jetzt, super Wirtshaus ist das da, ja? Kalkofen, genau, da müssen wir gleich Werbung machen, Freunde. Ja, da haben wir diese Karte. Das ist die ganze Werbung. Super tolles Wirtshaus mit einem großen Saal, Platz genug, große Terrasse. Na, wie heißt die Ortschaft da, gell? Das war interessant. Löbersdorf. Wie? Löbersdorf. Löbersdorf, danke, super. Wir sind nämlich für eine Castingshow. Ja. Wir kommen dann. Juli, wie ist der gegangen mit deiner 360er heute das erste Mal? Wo ist denn schon wieder die Kanotte? Da ist. Aber wie bei einem Adler, wenn man die Augen zu, weißt du? Ja. Nein, ich muss sagen, ich bin so gefahren, ja. Das geht ganz schön mit der freien Hand. Das ist. Ja. Weißt du, und. Ja, dann wie gesagt, wenn sich immer das Kameramann mitfahren will. Oder Kamerafrau. Ein Sozia vom Juli. Ja. Sozia wird wahrscheinlich gesucht. Wahrscheinlich. Genau. Juli, sein Kanal blende ich auch wieder ein, gell? Ja, genau. Und da findest du dann die Aufnahmen von der, genau, ja. Rechts oben. Da findest du dann die Aufnahmen von der 360er. Da ist nichts. Da haben sie vergessen. So, passend zum grünen Donnerstag natürlich. Ja. Ein weißes Döller, ne? Ja, weißes Döller. Ganz unterhand, das stehen wieder Gewürze an. Juli, Käseknödel. Gewaltig. Wie geht's auch zu selber mit mir? Ein Ritsch, sein echtes Geschoss. Dann bauen wir sich extra Geschalter ein für die Heizkühlung. Was wir gar nicht brauchen. Ja. Genau. Juli, was machst du da? Tust du filmen? Ja, Drohnen fliegen. Gewaltig, ja. Wenn wir das Moped nehmen, wenn wir das Moped kaufen und fährt nicht damit und fliegt es gleich auf 1000 Meter. So, nachdem wir sehr gut gegessen hatten und wirklich weiter zu empfehlen, das Gasthaus, ging es wieder weiter in Richtung Böckstall und vom Böckstall dann wieder rauf Richtung Abesbach im Waldviertel, wo wir dann noch schöne Bilder sehen. Nur hier nach der Mittagspause hat das Navi vom unserem Tourguide vom Rietsch gleich einmal eine falsche Richtung angezeigt, beziehungsweise hat es ein bisschen gebraucht, dass er sich umdreht. Hier sieht man gut die Christbaumkulturen. Die Waldviertler Christbäume sind ja sehr, sehr bekannt überall in Österreich. Und hier heroben fährt man an sehr vielen Tannenkulturen vorbei. Ja, es ist tatsächlich so, dass jeder zweite Christbaum in Österreich aus Niederösterreich kommt und hier ist die größte Anbaufläche das südliche Waldviertel, weil hier das Klima auch rund um die Donau sehr, sehr gut ist. Das bedeutet, ca. 1,1 bis 1,2 Millionen Christbäume werden jährlich hier aus dem Waldviertel verkauft. Und wenn man bedenkt, so eine 2 Meter hohe Tanne, eine Nordmann-Tanne, hier sieht man links wieder die Christbäume, braucht doch beachtliche 8 bis 12 Jahre, dass sie eben so groß ist, dass sie 2 Meter groß ist, um geschnitten werden zu können. Also sehr interessant auch,
Und wie gesagt, ein Großteil der österreichischen Christbäume kommt eben hier aus diesem Gebiet, aus dem südlichen Waldviertel. Ja, nachdem wir hier jetzt umgedreht haben, ihr habt es gesehen, das Navi vom Rietsch hat ein bisschen eine falsche Richtung angezeigt, sind wir jetzt wieder am richtigen Weg in Richtung Böckstall. Wir haben bei der Mittagspause, habt ihr es ja auch gesehen, der Juli hat eine neue Errungenschaft. Er hat sich eine 360-Grad-Kamera, eine Insta360 zugelegt und heute bei dieser Tour das erste Mal ausprobiert. Und jeder, der einen Juli kennt, weiß, dass er ein Tüftler ist, dass er ein Perfektionist ist. Und ich denke, wenn sein Video rauskommt, er macht ja auch ein Video hier von diesem Tag und natürlich auch Aufnahmen von seiner 360-Grad-Kamera, da bin ich selbst schon sehr, sehr gespannt, wie das werden wird, wie diese Bilder sein werden. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Der Juli wird ein bisschen hinter mir sein, denn er hat ja doch jetzt einiges neu zu lernen mit der 360-Grad-Kamera. Und außerdem ist er eben so ein Tüftler und Perfektionist bei seinen Videos, dass so ein Video, so ein halbe Stunden-Video schon einmal sehr, sehr viele Stunden in Anspruch nehmen kann, bis es fertig ist. Aber natürlich, das Ergebnis kann sich dann auch sehen lassen. Ich bin schon gespannt, also schaut's vorbei, Juli sein Kanal auch. Und da kommt demnächst sicher auch ein Video von dieser Tour, aber ganz anders gestaltet, nach Juli-Art eben.
In der Nähe von Ottenschlag machen wir da jetzt gerade eine Pause. Sehr leibende Tour vom Rietsch zusammengestellt, echt super. Super geil. Der Juli und der Bernd, grüß euch. Ja. Wie taugt es der Bernd? Super. Jawohl, gewaltig. Das ist das Gleiche, was ich ihn da gefragt habe. Hast du das auch gefragt? Ja, sehr gut. Ganz eine coole Tour heute. Wetter perfekt. Ja, super. Super gut erwischt, bevor es zu Ostern schier wird, gell? Genau. Bernd hat ein 1290er Kattel. Gewaltig. Bernd, hör mal kurz. Das wird das immer noch nicht. Der Juli macht schon wieder Spezialsachen mit seiner GoPro. Wie das dann ausschaut, müsst ihr euch auf seinen Kanal ausschauen. Freunde, müsst ihr aufpassen, ja? Kanal. Ja, nach der zweiten Pause habe ich meine Akkus rausgenommen, vor allem bei der GoPro. Wir sind in der Zwischenzeit den Bärenkopf gefahren. Durch Abesbach, nach Abesbach, eine super Strecke, aber leider hat meine GoPro nicht mitgespielt. Sie ist jedes Mal stehen geblieben, ein Standbild hat mir einen Dateifehler angezeigt und die Helmkamera hatte ich auch nicht eingeschaltet. Somit fehlt hier eine ganze Zeit Filmmaterial, aber nichtsdestotrotz. Jetzt hatten wir die zweite Pause und da habe ich mal alles rausgegeben und wieder reingegeben. Dann hat es wieder funktioniert. Aber so ist das nun mal mit diesen technischen Spielereien. Ja, jetzt geht's weiter. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von Gfühl. Vielleicht 30 Kilometer, das noch nach Gfühl sind, wo wir dann am Hauptplatz in einem sehr netten Stadtcafé auch noch einmal eine Pause machen, bevor es dann die restliche Strecke zurück nach Krems geht. Ja, wie gefallen euch die neuen Einstellungen? Wie gefällt euch das mit dem externen Mikrofon? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Natürlich, wenn ihr noch keines habt, würde ich mich über ein Abo freuen auf meinem Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine Videos versäumt. Wir werden schauen, was wir heuer zusammenbringen an Videos, auch natürlich wieder im Urlaub und so weiter. Und bis dorthin sollte das technische Equipment auch einwandfrei funktionieren. Ich werde jetzt einmal alle Speicherkarten ordentlich formatieren. Vielleicht ist ja das der Grund, dass manchmal das Bild hängen bleibt. Ein bisschen Videomaterial ist mir ja noch übrig geblieben. Und wenn ihr dann am Juli sein Kanal, sein Video schaut, da seht ihr dann auch die anderen Aufnahmen, die hier höchstwahrscheinlich fehlen werden. I got baggage that you don't know.
You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Ooh, cowgirls don't cry. Ja, nach unserer letzten Pause in Gföhl beim Stadtcafé ging es dann weiter Richtung Senftenberg, dann von Senftenberg weiter nach Egelsee und von Egelsee wieder nach Krems, wo sich dann unsere Wege wieder getrennt hatten. Ich hatte ja noch eine Rückfahrt über 100 Kilometer zu mir nach Hause, weil ich ja doch nordöstlich von Wien wohne. Deshalb habe ich eigentlich überall hin, egal wo ein Treffpunkt ist von einer Motorradgruppe, meistens die längste Anreise. Aber das ist nun mal so. Und ja, diese Strecke von Gföhl hier nach in Richtung Senftenberg runter ist auch eine wunderschöne Strecke, finde ich. Sehr beliebte Motorradstrecke. Und ja, genießt die restlichen Bilder von diesem Video, das diesmal nicht so lange geworden ist. Und ich sehe gerade, hier ist das Bild schon wieder hängen geblieben. Das ist dieses Problem, das ich die ganze Zeit hatte an diesem Tag. Der Ton lief weiter, aber das Bild blieb einfach stehen. Ja, ich werde schauen, ob ich da noch eines dranhängen kann, ob ich noch irgendeine Datei habe, die ich verwenden kann. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder auf meinem Kanal mit dabei seid. Macht's es gut, tschüss und baba. Jawohl! Freiwand! Sehr gefreut, Alter! Du hast das gefreut! Die Heimfahrt, ja? Ja! Ja! Super, was, ja? Andi Christina ist die Knarrseiner vom Tür. Man hört sich. Ja? Jungs! Ich hab mich gefreut, bis zum nächsten Mal, gell? Ja, sicher! Macht das gut! Komm mal da!